Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Dieses Mal möchte ich euch ein paar Sachen zeigen, die ich so zu Weihnachten bekommen habe. Und ja, da sind zum Beispiel unter anderem Sachen dabei. Wir hatten bei uns in der Retro-WhatsApp-Gruppe eine Wichtelaktion, da habe ich was bekommen. Dann haben mir ein paar Zelda-Sammlerkollegen was geschickt. Dann habe ich noch so von ein paar Leuten was zu Weihnachten bekommen. Und ich habe mir natürlich auch einfach nur sowas gegönnt. Und ja, das möchte ich euch zeigen. Und das ist jetzt auch das erste Video, in dem mein neues Intro endlich mal vorhanden ist. Und da würde ich mich einfach mal freuen, wenn ihr in die Kommentare einfach mal eure Meinung schreibt, wie ihr das findet. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß! So, ich würde dann auch sagen, ich fange direkt mit dem offensichtlichsten an, und zwar ist es dieser schicke Zelda-Pulli, ein schöner Weihnachtspulli in Rot-Weiß. hebt die Weihnachtsstimmung auf jeden Fall. Ich bin dadurch auf jeden Fall auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen und habe, denke ich, auch ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreitet. Also es ist zwar marginal, sage ich mal, am Rande, dass man damit ein bisschen Stimmung verbreiten kann, aber man hat auf jeden Fall die Reaktion der Leute gesehen, wenn ich so ein bisschen Einkaufsbummel noch gemacht habe. Und ich hatte meine Jacke dann nicht an. Man hat auf jeden Fall ein paar Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert durch das, dass man so einen Pulli trägt, weil es trägt halt doch nicht jeder oder nicht so viele. Und ja, das allein war es mir schon wert, aber wie gesagt, der ist auch sehr angenehm zum Tragen und ich trage den, denke ich mal, auch noch weiterhin. Zwar nicht unbedingt öffentlich, wenn ich, keine Ahnung, im April damit durch die Stadt laufe oder so. Werde ich nicht machen, aber so ist er auf jeden Fall sehr angenehm und ja, auf jeden Fall hat sich gelohnt und wird auf jeden Fall jedes Jahr wieder zu Weihnachten rausgezogen werden, denke ich. Auf jeden Fall. Dann gehe ich direkt über zu den Sachen, die ich von meinen Zelda-Sammlerkollegen bekommen habe. Und ja, ich habe auf jeden Fall von dem guten Thorsten Heine, Grüße an dich auf jeden Fall, habe ich mir diesen Plüschling hier gekauft von Wind Waker. Der ist auf jeden Fall ganz cool, hat auch eine schöne Größe, sage ich mal, weil die meisten Plüschen ja dann doch eher klein und der ist eigentlich ganz cool auf jeden Fall von der Größe her. Den habe ich ihm abgekauft und er hat mir dann quasi noch was dazugelegt. Ich denke, er wollte es mir einfach so schenken, aber ich habe das Paket trotzdem erst zu Weihnachten aufgemacht. Und ja, deswegen sehe ich das jetzt als Weihnachtsgeschenk. Und ja, es ist ein Stickerbogen von Ocarina of Time 3D. Und ja, der ist auf jeden Fall auch very nice. Nachdem ich meine aktuelle Ocarina of Time Ecke ja auch wieder ein bisschen umgestaltet habe, passt es auf jeden Fall auch ganz gut dazu. Und ja, ich wäre so an sowas wahrscheinlich eh nicht so schnell rangekommen, beziehungsweise klar, wenn man das Geld dafür ausgibt und wenn man das speziell sucht, aber ich habe es jetzt so noch nicht direkt gesehen für günstig, dass ich sage, komm, da schnappe ich jetzt zu und jetzt habe ich das quasi so als Geschenk und ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Dann hat mir der gute Carsten von unserer Zelda-Gruppe noch was geschickt und zwar ein Bügelperlenbild. Es ist ein kleiner Schlüssel, den man ganz gut brauchen kann, um in den Zelda-Dungeons voranzukommen, um Türen zu öffnen und ja, das wird auf jeden Fall auch in meiner Zelda-Sammlung landen. Ich habe ja schon den Master Key und da lege ich den wahrscheinlich dazu. Und dann natürlich noch ganz verrückt, hat er mir was dazugelegt. Vielleicht kennt ihr die Firma Displayed und da hat er mir quasi noch so ein Bild geschenkt. Und das Coole an dem Ding ist einfach, es ist auf jeden Fall auch Zelda bezogen, man sieht es vielleicht. Und ja, es ist halt nicht einfach nur eine Leinwand oder so, sondern es ist auf Blech. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig nice. Hat auch, man sieht es vielleicht ein bisschen so einen leichten, ne, eigentlich hat es gar keinen Glitzereffekt, das ist nur wegen der Folie, die noch drüber ist. Aber das wird bei mir auf jeden Fall auch einen richtig schönen Platz finden und richtig nice. Danke dafür auf jeden Fall. Dann zu dem letzten Paket aus der Zelda-Gruppe und zwar von dem guten Renke habe ich noch was bekommen. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist der größte Zelda-Sammler Deutschlands. Oder er wird zumindest dafür gehandelt und ja. Von dem habe ich auch was bekommen, weil wir stehen im ganz guten Kontakt soweit und irgendwie mag der mich, glaube ich. Und dann schreibt er wieder, er hasst mich und gibt mir den Fickfinger in WhatsApp und keine Ahnung. Aber irgendwie mag er mich, ich habe mich auch schon in seinem Hirn festgesetzt und ja, dann musste er mir quasi was schicken von sich aus. Und ja, ich habe ja einmal einen Brief, den ich jetzt aber nicht vorlesen werde. Dann hat, ich weiß nicht, ob es er selber gebastelt hat oder die Steffi, seine Frau, und zwar Christbaumkugeln, zwei kleine Christbaumkugeln. Hier steht einmal Frohe Weihnachten drauf und auf der Rückseite sieht man
Es sind selbstgemalte Zelda-Christbaumkugeln, die ich leider dieses Jahr nicht aufhängen konnte, weil ich keinen Christbaum habe dieses Jahr. Beziehungsweise eigentlich habe ich so gut wie nie einen. Wird mal wieder Zeit, dass ich mir einen hole. Jetzt muss ich fast. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, selbst gebastelte Sachen. Freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber. Und ja, danke dafür schon mal. Und dann hat er mir noch Sachen organisiert, beziehungsweise die hat er mir jetzt ja auch geschenkt. Er hat mich mal angeschrieben, dass er was Cooles am Start hätte, ob ich da Interesse hätte. Und dann sagte ich natürlich. Und ja, er hat es mir jetzt quasi zu Weihnachten geschenkt. Und zwar einmal sind hier so Süßigkeiten, Drops irgendwie drin, keine Ahnung. Man kennt ja die deutschen kleineren Dosen, wo so Minzdrops und sowas drin sind. Und da hat er mir quasi aus Japan so eine Dose geschickt. Die ist sogar noch original verschlossen. Ich werde sie auch verschlossen lassen. Ist auf jeden Fall auch ganz cool, so eine Blechdose. Und davor hat er mich schon mal angeschrieben, und zwar verteilt doch, oder was heißt verteilt, man kann bei GameStop solche Guthabenkarten kaufen, die man dann quasi verschenken kann, so das als Geschenkkarte, wo Guthaben drauf ist. Und da hat er, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo es die jetzt gab, Renke, schreibt es mal in die Kommentare, schaut einfach mal in die Kommentare, Renke schreibt es bestimmt hin, weil ich wieder zu doof war, mir Sachen zu merken. Er hat auf jeden Fall von GameStop mir so eine Geschenkkarte geschickt von Zelda 25. Jubiläum. Hatten die so eine Karte, da ist Link vorne drauf, und ja, die habe ich jetzt bekommen. Sau cool auf jeden Fall. Da war so ein kleiner Kampf, er hat es gepostet, wer die haben möchte, und ich habe quasi dann mehr geboten, und ich glaube, ich habe das gar nicht bezahlt. Die hat er mir jetzt auch geschenkt, glaube ich. Ich sehe es jetzt einfach mal so an, solange er nichts sagt, sehe ich die als Geschenk an. Vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt, auch so lustig, da muss man erstmal drauf kommen, sowas überhaupt zu googeln oder sonst was. Er hatte das auf jeden Fall für sich schon einmal organisiert, und er hat es jetzt nochmal ein paar Mal organisiert bekommen. Eins davon habe ich jetzt gekriegt, und zwar ist es einmal so eine Flugzeug-Kotztüte hier mit Banjo-Kazooie aus Japan für eine N64. Und natürlich habe ich es hauptsächlich wegen der Rückseite genommen, und da ist nämlich Zelda drauf. Ja, Ocarina of Time. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob es Renke selber schon gesehen hat, aber wenn man quasi die Tüte aufklappt, passt eben hier zu Weihnachten, ist hier so ein Weihnachtskranz drauf. Fand ich ganz lustig. Auf jeden Fall eine Kotztüte von Zelda. Ja, braucht man in seiner Sammlung auf jeden Fall. Nicht, weil Zelda zum Kotzen ist, wie jetzt wahrscheinlich wieder der ein oder andere denkt, vor allem aus der Retro-WhatsApp-Gruppe, da, keine Ahnung, da kann ich von Zelda irgendwas posten, dann kommt erstmal ein Kotzzeichen. Und ja, nee, die bleibt in der Sammlung, wird auf jeden Fall nicht weitergegeben für diejenigen, die kotzen könnten. Kann ich eh nicht verstehen, ihr seid einfach nur neidisch. So, Standardaussage für alles. Dann mal noch was Kleines zwischendurch, und zwar der liebe Marcel vom NES-Kommando, der hat mir auch eine Kleinigkeit geschickt. Da kam einfach so mal auf WhatsApp die Nachricht, ey, gib mal deine Adresse. Und ich so, hä, warum? Und dann kam quasi nur der hier zurück, und ja, dann habe ich halt meine Adresse geschickt. Und ja, ich habe eine Kleinigkeit bekommen, einmal auch einen sehr netten Brief, den ich auch nicht vorlesen werde. Und ja, einfach nur eine Kleinigkeit als so kleine Überraschung, als Präsent. So einen Zelda-Schlüsselanhänger, wovon ich leider schon... Also hier steht Collect All 9, also alle 9 kann man quasi sammeln. Es gibt aber noch einen monochromen Anhänger, der eher seltener ist. Und ich habe quasi alle 10 schon, deswegen wird diese hier verpackt bleiben. Ich habe auch noch so ein paar verpackte rumliegen, auch die Box quasi, die beim GameStop stand, habe ich noch dastehen, und da sind eben die zugepackten Tüten noch drin, und da wandert die dazu. Finde ich auf jeden Fall trotzdem ultra lieb von dir, dass du mir da noch was geschickt hast. Ich weiß so kleine Gesten auf jeden Fall auch zu schätzen, und freut mich sehr. Und ist vorgemerkt, also mit so Kleinigkeiten, wie gesagt, es ist nicht so, dass es was Kleines ist, man sagt Danke und dann wandert es in die Sammlung und dann hat man es vergessen, sondern wenn ich mal wieder irgendwas sehe, wo ich mir denke, das könnte dich interessieren, dann werde ich natürlich auch an dich denken und vielleicht mal was organisieren oder so, mal schauen. Auf jeden Fall, solche Sachen, die sammeln sich im Gehirn an, und ja, ist schon mal bis positiv vermerkt auf jeden Fall. So, dann kommen wir auch schon zu der Wichtelaktion, die wir bei uns in der Retro-WhatsApp-Gruppe hatten. Und ja, das Ganze lief so ab, man durfte quasi sagen, ob man mitmacht oder nicht, und dann durfte man noch Themengebiete angeben, von was man denn am liebsten was hätte. Und ja,
Natürlich wusste ich, dass bei mir Thema Zelda sehr schwierig ist. Es hatten schon andere versucht, mit mir was zu organisieren und sind dann quasi auf die Schnauze gefallen, muss man fast so sagen. Ähnlich wie mit diesem Schlüsselanhänger. Ja, aber es ist absolut nicht schlimm. Wie gesagt, ich weiß sowas zu schätzen. Und wenn es um Zelda geht, wenn ihr mir was schenken wollt, ich habe vor, vielleicht demnächst noch was zu starten. Und dann wisst ihr ganz genau, was ich habe. Und ja, aber dazu dann irgendwann mal, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, mir war bewusst, dass Zelda sehr kritisch ist bei mir. Und deswegen habe ich noch Uncharted und Batman als Thema mit angegeben. Und ja, dann kam auch schon irgendwann mal das Paket an. Und es wurde dazu gesagt, es ist was ganz Spezielles, beziehungsweise etwas, mit dem man eigentlich so absolut nicht rechnet. Und ja, dann habe ich eben was bekommen, und zwar von dem lieben Herrn Lenz, Martin Lenz. Grüße an dich auf jeden Fall auch, beziehungsweise Grüße an alle, die ich erwähnt habe und vergessen habe zu grüßen. Ja, und zwar, man sieht es hier schon, es ist etwas von Warner Brothers. Und deswegen kann man sich schon fast denken, von was es ist. Oder vielleicht. Also wenn man jetzt weiß, ich habe nur diese drei Themengebiete angegeben, dann weiß man es bei Warner Brothers wahrscheinlich schon im ersten. Die Verpackung ist nicht mehr die allerschönste. Man sieht es hier und hinten noch ein bisschen Klebestreifen drauf und so weiter. Aber das Ganze ist noch von 96, sieht man es? Ja, ich glaube, so müsste man es sehen. Es ist von 96 und ich hätte damit echt absolut nicht gerechnet. Ich hätte es mir wahrscheinlich selber auch nie gekauft, aber ich finde es einfach trotzdem ultra lustig. Und zwar ein Sammelteller von Batman. Also mit sowas rechnet man absolut nicht. Ich hätte es mir, wie gesagt, selber wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber an sich ist es trotzdem ganz cool, dann in die Zelda-Vitrine mit reinzustellen. So als Deko-Objekt auf jeden Fall. Und hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, war sehr überrascht. Und ja, das Coole daran, man weiß zwar nicht, was der Teller wert ist, beziehungsweise ich konnte da noch nichts recherchieren. Aber wir hatten bei uns in der Gruppe auf jeden Fall uns ein Limit gesetzt, was wir an Geld ausgeben dürfen. Und deshalb gehe ich mal davon aus, er hat nicht mehr bezahlt. Wird, denke ich, auch nicht wirklich viel mehr wert sein. Das Einzige, was ich bisher gefunden habe, war so in dem Bereich. Aber es war eben nicht der Teller und auch nicht von der Serie, glaube ich. Aber das Coole ist, man sieht es hinten drauf auf dem Teller, es ist limitiert auf 2500 Stück. Ja, und mit limitierten Sachen ist ja immer so, umso mehr kaputt gehen, desto mehr ist es wert. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall auch gut Acht drauf geben. Und ja, Batman. Yeah. So, dann noch ein Paket aus der Retro-WhatsApp-Gruppe, und zwar von der lieben Chrissy. Und das Ganze ist erstmal so vonstatten gegangen, dass sie mich angeschrieben hat, was ich denn alles an Zelda-Cappies habe. Durch die ganze Wichtelaktion bin ich erstmal davon ausgegangen, dass sie quasi für denjenigen, der mich bewichtelt, fragt, was ich denn habe, dass er sich ein bisschen dran orientieren kann vielleicht. Und ja, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich dann quasi von ihr noch ein Paket bekomme. Das war dann quasi eben nicht für die Wichtelaktion. Und ja, dann hat sie mir erstmal auch eine Karte geschickt, eine selbstgemalte, die ich auch sehr cool finde. Link quasi im Weihnachtsoutfit mit Zuckerstange und quasi so eine Art Lebkuchenherz als Schild. Und das finde ich auf jeden Fall ultra süß gemacht. Und danke dafür, das werde ich auf jeden Fall auch in irgendeinem Bilderrahmen mit dazu packen, zu einem Poster oder so. Das hänge ich auf jeden Fall so auf. Finde ich ultra nett. Und ja, wie gesagt, dann kommen wir zu den Cappies, weil sie ja gefragt hat. Und sie hat dann quasi noch eine Cappy gefunden, die mir fehlt. Hat sie mir geschenkt. Und danke dafür auf jeden Fall. Die ist sau cool, weil die hat auf jeden Fall ein gewisses Gewicht und ist massiv hier vorne, das Schild. Werde ich auf jeden Fall auch tragen. Also ich trage bis auf die Breath of the Wild Cappy, die ich habe, eigentlich alle privat auch. Weil nur in die Sammlung stellen ist auch ein bisschen langweilig und ja, sind ja auch zum Benutzen da, sag ich mal. Und die Breath of the Wild Cappy ziehe ich nur nicht auf, weil die mir doch ein bisschen zu klein ist. Da kann ich selbst quasi hinten von dem Snapback, kann ich die noch größer stellen und die passt mir nicht so ganz. Ist, glaube ich, doch eher so eine Kindergröße, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, aber die werde ich auf jeden Fall anziehen und ja, danke dafür auf jeden Fall schon mal. Und dann hat sie mir noch hier in so einem Beutelchen von Zelda Breath of the Wild. Da ist nämlich noch ein Schlüsselanhänger drin, der mir auch noch gefehlt hat. Und sie hat gefragt, ob ich den Zelda Breath of the Wild Schlüsselanhänger habe. Dachte aber, sie meint einen anderen, weil sie hat nämlich mal, oder irgendwo habe ich mal was gesehen, dass es einen Schlüsselanhänger gibt. Einen habe ich zwar schon, aber ich habe mal noch einen anderen gesehen, der mir auch noch fehlt. Ich weiß, kann den jetzt gerade bloß nicht beschreiben. Auf jeden Fall in dem Täschchen ist noch dieser Schlüsselanhänger drin. Und der ist auf jeden Fall auch ultra cool und wandert auf jeden Fall meine Breath of the Wild Sammlung.
wo ich letztens auch erst wieder Regale dazu gekauft habe, weil da echt schon wieder so enorm viel drin ist. Und ja, auf jeden Fall echt ultra lieb von dir, dass du mir die Sachen geschickt hast. Hätte es, wie gesagt, nicht gebraucht. Sie meinte nämlich noch, ich habe ihr letztes Jahr anscheinend ein bisschen zu viel geschenkt und sie wollte sich dafür revanchieren. Braucht es absolut nicht, weil, wie gesagt, wenn ich irgendwem was schenke, dann mache ich das nicht, um irgendwie was zurückzubekommen, sondern auch, weil ich die Person einfach mag, weil ich generell einer bin, der gerne auch mal gibt. Und ja, wie gesagt, hätte es nicht gebraucht, auf jeden Fall trotzdem Dankeschön dafür. Und ja, die Sachen, also der Schlüsselanhänger wird auf jeden Fall einen coolen Platz bekommen, die Karte und die Cappy werde ich auf jeden Fall tragen. So, danke auf jeden Fall, liebe Chrissy. So, und dann kommen wir auch schon langsam zu dem Schluss, beziehungsweise ein paar Sachen zeige ich noch, die ich mir selber noch organisiert habe, und zwar unter anderem vom GameStop und vom Müllermarkt, von der Drogeriemarkt Müller, genauer gesagt. Und ja, einmal vom GameStop ist schon ein paar Tage länger her, habe ich mir diese zwei Gläser hier von Breath of the Wild organisiert. Und dann hatten wir letztens auch noch von Skyward Sword solche Gläser. Und ja, die sind auf jeden Fall ultra nice. Die werde ich zwar leider auch erstmal nur so ins Regal stellen, aber wenn ich die mir eventuell nochmal kaufe, sind die, glaube ich, ganz cool so zum Benutzen. Und passt gut was rein. Das Lustige bei den Breath of the Wild Gläsern war auf jeden Fall, dass die hier oben das Etikett, vielleicht habe ich noch das Foto, dann kann ich es mal einblenden, da stand Schnapsglas drauf. Also ich habe es auch auf Facebook geteilt, manche haben es vielleicht schon gesehen. Ich finde es, also viele haben auch geschrieben, so, das ist endlich mal die perfekte Größe für ein Schnapsglas. Und ja, ich fand es auf jeden Fall ultra lustig, aber die Gläser auf jeden Fall sau nice. Dann habe ich auch bei GameStop gefunden, Ocarina of Time, einen Schlüsselanhänger, die Ocarina. Sieht auf jeden Fall auch ultra nice aus. Werde ich auch nicht benutzen, weil dafür ist er eigentlich schon zu schade. Vielleicht hole ich mir den nochmal, dann benutze ich den, obwohl ich aktuell als Schlüsselanhänger den Master Key habe. Und ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall auch sieht sehr nice aus. Dann alles vom GameStop bisher. Dann das letzte vom GameStop habe ich mir noch gekauft. Und zwar das Master Sword. Und zwar ein Roleplay Master Sword nennt sich das. Weil es halt quasi nicht so aus richtigem Kunststoff ist. Und auch nicht aus Metall oder sonst irgendwas, sondern das ist so ein bisschen schaumstoffmäßig. Und ja, dass halt nicht so viel passiert, wenn man damit umeinander fuchtelt. Und ja, ich werde es aber trotzdem auch so lassen. Außer ich hole mir noch ein zweites. Das geht mir gerade die ganze Zeit so. Manche Sachen möchte man echt einfach so ein bisschen benutzen, ein bisschen Spaß damit haben. Vielleicht hole ich mir noch ein zweites Mal. Vielleicht packe ich es auch nur aus. Mal schauen. Aber auf jeden Fall auch fand ich ganz cool. Ich war einfach so im GameStop und dann stand es da. Und ich habe es direkt mitgenommen, gar nicht lange überlegt. Und zu guter Letzt noch von der Drogeriemarkt Müller habe ich mir einen Pixelball gekauft. Und zwar gibt es doch den grünen Link. Und jetzt habe ich den weißen Link noch entdeckt. Den habe ich mir natürlich direkt mitgenommen. Den wird es noch in Rot auch noch geben. Habe ich bisher nur bei eBay gesehen aus Kanada. Ob es den jetzt in Deutschland auch schon aktuell gibt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wenn ich den roten noch finde, dann werden die komplettiert. Das sind, glaube ich, nur die drei, die es aktuell gibt. Und ja, der musste einfach mit. Wird auf jeden Fall noch zu dem anderen gestellt. So, dann war es das schon wieder für das Video. War auf jeden Fall sehr überrascht, was ich so zu Weihnachten von den Leuten bekommen habe und habe mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt genauso viel bekommen und freut euch auch über die Sachen. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie gesagt, es zählt nicht unbedingt nur der Wert von den Sachen, sondern einfach nur die Geste. Und ja, dann ist jetzt ja auch schon bald Silvester, dann wünsche ich auf jeden Fall noch euch einen guten Rutsch, aber nicht gegen den Baum, wie es immer so schön heißt. Einfach nur kommt gut ins neue Jahr 2018 und ich werde im neuen Jahr auf jeden Fall direkt noch ein Gewinnspiel starten, weil wir die 600 Abos geknackt haben. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das direkt markieren werde als Gewinnspiel, weil eigentlich macht man solche Gewinnspiele ja vor allem für die Leute, die halt ständig dran sind. Ich habe es jetzt in diesem Video schon erwähnt, im nächsten Video werde ich ja auf jeden Fall dann das Gewinnspiel an sich machen. Und wenn man das halt nicht markiert als Gewinnspiel, dann kommen halt eher die Leute dran, die auch regelmäßig gucken. Und ja, ich bin noch im Überlegen, ob ich das so mache oder nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, da kommt ein Gewinnspiel im neuen Jahr. Habe noch zwei, drei andere Sachen. Habe ich zwar öfters schon gesagt, dass ich noch zwei, drei andere Sachen zu machen habe und habe es immer wieder ein bisschen weiter rausgezögert. Einfach nur, es lag an dem Intro, weil manche Sachen möchte ich einfach mit dem geileren Intro bringen. Und ja, das ist ja jetzt da, deswegen wird es jetzt auf jeden Fall wieder laufen. Und ja, 2018,
Ich hoffe, dass ich nicht so nachlässig werde wie bisher und freut euch auf jeden Fall drauf. Ich bin motiviert. Ja, dann würde ich sagen, schaltet einfach im neuen Jahr wieder mit ein und ja, man sieht sich. Bis dahin. Ciao.